Neue Chancen, neues Glück. Willkommen zu einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin für den Support der regionalen Musikszene. Und wir schauen zurück auf die zweite Newcomer TV-Nacht, die im Juni in der Portstraße Jugend und Kultur stattgefunden hat. Zwei Bands habe ich euch in der letzten Magazinsendung schon vorgestellt. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Band und die hat uns schlicht umgehauen, weil ganz junge Musiker und Musikerinnen, die super talentiert sind, ganz frisch sich gefunden haben und aus einer kreativen Elektromusik-Kunstszene, sage ich jetzt mal, kommen im weitesten Sinne und ihre Roots ganz tief in den Krautrock, in den Krautrock-Universen gegraben haben. Also da hört man dann irgendwie ein bisschen Fehlfarben, ein bisschen Can, ein bisschen Duff, eine deutsch-amerikanische Freundschaft, genau, Duff und so weiter. Also lauter Bands, die sie alle sehr gerne mögen und auch feiern. Und daraus haben sie ihren eigenen Mix gemacht, der sich im weitesten Sinne Alternative Noise Rock nennt. Ein Riesenapplaus von euch hoffentlich für Nono. Hallo ihr lieben Menschen da draußen an dem Bildschirm, willkommen bei der zweiten Newcomer TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunuses. Es ist ein wahnsinniges Wetter, also es ist ein bisschen schwül, tropisch, durchzogen von viel Sonne und fernen Donner. Ich meine, wir haben vorhin ein Ritual hier gemacht mit Salz und Knochenstärke und das Gewitter einfach nach Offenbach geschickt. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Also, weil ich habe hier eine fantastische Band neben mir sitzen, die Jungs und Mädels von einer unglaublichen, krassen Band, nämlich Nono. Und erstmal willkommen.
dass ihr hier überhaupt Zeit hattet, während eurer unglaublichen Europa-Tour hier bei uns in der Portstraße vorbeizukommen. Also das finde ich schon mal ganz geil. Und zwar als da wären, wenn ich alles richtig sage, Felix, Agatha, Freddy, Sorin, der Bastian. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle gesagt, gell? Ja. Weil ich mag das nicht. Ey, magst du dich mal selber vorstellen? Genau. Und musikalisch, weil ich hatte das Vergnügen, euch in der Kulturwerkstatt ein Konzert von euch zu sehen. Und auch die letzten zwei Tage habe ich bei der Büroarbeit damit verbracht, dass immer eins eurer Tapes lief. Und bin da so richtig eingetaucht in eure unglaublichen, den Kosmos eurer Musik. In my hand, after you talk to my friends, spiritually. Think it's a monkey running fast. Under the bridge, last time we saw her. Where's the monkey? Where's the monkey? Wie würdest du die Musik, die ihr macht, in zwei oder drei Worten beschreiben, Felix? Die er macht? Die ihr macht. Die wir machen. In zwei, drei Worten. Ja gut, man kann es... Darf ich auch in Sätzen sprechen? Natürlich. Ja, okay. Muss ich überhaupt nicht an meine Vorgaben halten. Okay. Ja, grob gesagt machen wir eigentlich... spielen wir miteinander, wenn wir Musik machen und versuchen irgendwie das, was es bis jetzt schon gibt an Musik, die mit unseren Instrumenten gespielt wird, da irgendwie was Neues zu kreieren oder halt zu forschen mit Sound und Rhythmus. Thank you.
Fallschirm. Bis mich weit weg, sich wann aus dem Horizont. Ich schwitze, Träger vor ins Unbekannte. Geht voraus, ich gebe Claudio Blick weiter hinein. Ins Blau ziehst du mich. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Tier, diese Pol, gibt Zweifel, mich zu schütteln. Und ich frag mich ernsthaft, wohin die Reise gehen will. Kann ich mich fallen lassen? Kann ich mich fallen lassen? Kann ich mich fallen lassen? Beginne, die Umwelt wahrzunehmen und mich aufgehoben zu fühlen. Spür ähnlich, wie du mich loslässt und zu schnell verschwindet. Sichtig, keiner der vier Himmelsrichtungen ausmachen kann. Nacht ist kalt und ich bin müde. Also setz ich mich und überlass mich meinem Schicksal. Ich war so geflasht. Ja. Also ich hatte ja schon das Vergnügen, die auch bei uns in der Kulturwerkstatt ein Konzert mit denen zu machen, mit Nono. Und es begeistert mich sehr, diese Art von Musik und mit welcher Intensität sie ihre Songs ausleben und vor allen Dingen auch, dass es nicht einfach Kompositionen sind, sondern sehr, sehr viel Raum für Improvisation und für Neuentdeckung und spannende Musikbögen zu schlagen. Und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir mit Nono. Und jetzt kommt sozusagen die letzte Band der zweiten Newcomer TV-Nacht und die machen einen Mix aus Alternative Rock und Pop-Punk und wurden mir schon vor vielen Wochen von anderen Bands empfohlen. Die musst du unbedingt mal einladen, großartige Band. Wir haben sie eingeladen, dann gab es ein paar Probleme, weil die Bassistin plötzlich krank da nieden lag und einfach das Konzert nicht mitmachen konnte, kurzfristig vor dem Konzert. Und ich habe nochmal mit den Jungs geredet und so und dann haben sie tatsächlich eine zweite Besetzung, also eine B-Besetzung sozusagen gefunden, einen großartigen Bassisten, den sie mitgebracht haben. So konnte das Konzert tatsächlich stattfinden. Und wir waren alle begeistert von der Power und vor allen Dingen auch vom Bühnenoutfit, weil sie traten ganz in Weiß auf. Ja. Und der Bassist, den sie mitgebracht haben, war original von den drei Musketieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen viel, viel Spaß von euch bei dem nächsten Clip Live-Mitschnitt von Wrong Location.
since you left, I'm quite alone. You were right and I was wrong. I couldn't take it anymore. But I still want to be close. Said I'm not the one to blame. Cause he just won't leave your dreams. I'm sick and tired of bothering. Ich möchte auf jeden Fall mit einem universalen Applaus begrüßen die Leute, die Menschen von Wrong Location, die da wären, der Paul, der unglaubliche Tim und die fantastische Ayana. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Gut, und selbst? Ein bisschen verschwitzt. Ja, genau so. Das Hemd hilft nicht dabei, aber man muss ja durch. Genau, und ich bin total froh, dass ihr überhaupt hier seid, weil das ging so ein bisschen in der Kippe, ne? Weil eure Bassistin, eure Leib- und Magenbassistin liegt krank da nieden oder was auch immer, und aber ihr habt nicht aufgegeben und gleich jemand mitgebracht. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten zum Glück noch einen Kontakt, der Joel, der spielt heute Bass für uns und genau, freuen uns sehr darauf, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Der heute. Joel ist der, der ein bisschen aussieht wie einer von den drei Musketieren? Genau, ja, absolut. Wie ist es bei euch? Also du machst die Texte oder macht irgendjemand von euch die Texte und so, du singst sie dann? Nee, also ich bin meistens dran beteiligt, aber oft kommen auch Textideen von anderen Personen. Also bei uns ist es eigentlich nicht so, dass irgendjemand eine spezielle Aufgabe hat, sondern wir machen relativ viel zusammen. Und thematisch, in welchen Bereichen so, ah, ich bin so verliebt und ich habe heute keinen Bock, solche Texte? Oder politisch, sozialkritisch, worum geht's bei euch in euren Texten? Ja, also meistens halt irgendwie Thematiken, die uns gerade beschäftigen. Wir haben unter anderem, also es ist viel Liebesdrama-Songs, aber ja, tatsächlich schon. Manchmal sind da auch so ein paar politische Sachen drin, aber das ist nicht so direkt, sondern eher so ein bisschen zwischen den Zeilen. Anxiety,
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, weil wirklich eine großartige Band, Wrong Location. Sie sind auch auf vielen Bühnen in der Region unterwegs und vor allen Dingen in den digitalen Medien zu finden, auf Instagram, Facebook, und haben, glaube ich, auch eine eigene Homepage. Geht auf die Seite und auch auf die Seiten von Nono, liked sie, ladet sie zu euren Partys ein. Sie würden auf jeden Fall vorbeikommen, und wie ihr gesehen habt, sind alles Dürre, leicht, also können alle was zu essen vertragen. Das heißt, sie würden wahrscheinlich auch für eine Flasche Bier und ein gutes Essen spielen, aber eigentlich brauchen die natürlich all euer Gold und eure Edelsteine, die ihr übrig habt, weil Musiker und Musikerinnen wollen auch Geld verdienen, geben viel Geld aus für Instrumente und für Proberäume und für alles Mögliche und vor allen Dingen für ihre eigenen Veröffentlichungen, und deswegen supportet weiterhin die Szene von die Frankfurter Newcomer TV-Szene. Das war erstmal für heute in die Magazinsendung Newcomer TV, das Magazin für die regionale Musikszene, an der Kamera der wunderbare Jochen, der mich hier so leicht in den Schlaf wiegt, und der Seppel am Mikrofon. Wir sehen uns wieder. Ganz kurz, bevor ihr ausschaltet, kommt auf die Sommerwerft, die vom 26. Juli bis zum 11. August an der Weseler Werft in Frankfurt stattfindet. Ein großartiges Straßenkulturfestival mit viel Musik, leckeren Essen und unglaublich viel Straßentheater. Ich hoffe, wir sehen uns. Macht's gut, bis bald. Tschüss, euer Seppel. Und der gute Jochen.